Hallo Leute, ich nehme euch heute mal ein bisschen mit. Dadurch, dass wir uns ja jetzt länger nicht sehen und hören können, haben wir uns gedacht, wir zeigen euch ein paar Einblicke, wie unser Tagesablauf so aussieht. Und nachdem ich heute Morgen schon erstmal einkaufen war und ein paar frische Sachen vom Markt geholt habe, bin ich jetzt bei Potthoff. Wir sollen die Autos tauschen. Ich muss jetzt mein Auto zur Inspektion bringen. Darf natürlich aufgrund der aktuellen Lage nicht dabei sein, wurde draußen gelassen, aber das nutze ich natürlich jetzt für einen kleinen Spaziergang. Und ansonsten, wenn jetzt gleich alles okay ist, fahre ich das Auto rüber zum Autohaus und ja, kriege dann mein neues Auto, bin auch schon gespannt, was es wird. Ja, und ansonsten werde ich euch später noch ein bisschen paar Eindrücke zeigen, wenn meine Freundin auch von der Arbeit kommt, wie wir dann ein kleines Workout starten, machen uns ein bisschen fit. Ne, dass wir nicht ganz außer Übung kommen und vielleicht kochen wir auch noch eine Kleinigkeit heute Abend. Ne? Also ansonsten hoffe ich, euch geht's gut, uns geht's soweit allen gut und auf, dass wir uns bald wiedersehen. So Leute, ich habe euch ja gesagt, bisschen Sport werden wir heute auch noch machen. Die Helena ist ja auch von der Arbeit zurück und hat jetzt auch gerade ein kleines Warm-up. Wir machen heute ein bisschen was für die Beine und dadurch, dass wir ja drinnen sind und nicht ins Fitnessstudio gehen können, müssen wir ein bisschen kreativ werden und ich versuche halt jetzt ein paar Kniebeuge zu machen und nehme die Helle dabei auf die Schultern. Ne? So Freunde, wir sind jetzt durch mit Sport und haben uns jetzt an die Küchenarbeiten gemacht, sind schon fleißig am Schnippeln und dann gibt es nachher ein leckeres Thai Curry. Wie es ausschaut, zeigen wir euch nachher. So, Essen ist fertig. Ich denke, es ist ganz gut geworden, oder was meinst du, Helle? Auf jeden Fall. Ja? Sehr lecker. Warte. Das wird lecker. Genau, wir lassen es jetzt schmecken. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt schön gesund und auf, dass wir uns bald wiedersehen. Also, macht's gut, ciao.